Hallo und herzlich willkommen zu dieser knapp 40 Kilometer langen Radtour von Kranenburg über Großbeek, südlich von Nimwegen, Molenhoek, Moog und Plasmolen, wie hier im Bild zu sehen. Aber zuerst ein paar Bilder von dem ehemaligen Bahnhof in Kranenburg. Hier ist eine Station der Grenzlanddrisinen, die nach Kleve oder Großbeek fahren. Näheres bitte im Netz recherchieren. Hier noch eine weitere Info für alle, die gerne auf Bahntrassen radeln. Der Radweg neben dem Bahngleis soll bis nach Kleve weiter ausgebaut werden. Dazu ist am 26. August 2017 der Spatenstich für den Baubeginn der E-Radbahn von Kleve bis Kranenburg erfolgt. Die rote Linie ist der Streckenteil, der noch gebaut werden muss. Wie ihr im Film seht, sind wir nun schon mit dem Rad losgefahren. Hier am Bahnhof Kranenburg gibt es gute Pkw-Parkmöglichkeiten. Bis zum Beginn des eigentlichen Bahntrassenradweges direkt neben dem Bahngleis ist es noch ein kleines Stückchen hin. So, ab hier beginnt nun der betonierte Geh- und Radweg, der bis nach Nimwegen geplant ist. Diese Bahnstrecke mit der DB-Streckennummer 2610 gehört zu der linksrheinischen Bahnstrecke, die von Köln bis nach Nimwegen verlief. Am 9. September 1865 wurde die Verbindung von Kleve nach Nimwegen in Betrieb genommen. Seit 1991 fahren hier keine Personenzüge mehr und seit 1999 ist sie außer Betrieb. Seit dem 27. April 2008 fahren zwischen Kleve und Großbeek die Draisinen. In neuester Zeit gibt es Überlegungen, diese Strecke als Schnellstraßenbahn zu reaktivieren. Jedoch stehen dieser Idee ca. 120 Millionen Euro Kosten im Weg. Außerdem fordert die Gemeinde Großbeek einen Tunnel, der allerdings als sehr kostenintensiv gilt. Ja, hier war gerade der Grenzübergang von Deutschland in die Niederlande. Das Gutachten der Staatsregio Arnheim-Nimwegen kommt allerdings nur auf Investitionskosten von ca. 50 Millionen Euro. Über eine Reaktivierung würden sich nicht nur viele Studenten freuen, die zwischen der Universitätsstadt Nimwegen und Kleve pendeln müssen. Die Provinz Gelderland will mit dem VRR über eine Reaktivierung weiter sprechen. Für den Fall, dass ich es noch nicht erwähnt haben sollte, bitte daran denken, dies ist ein 360-Grad-Video. Ihr könnt also den Videoausschnitt bzw. den sichtbaren Bildbereich selbst entsprechend wählen. Ja, entsprechend bitte dann mit der Maus oder mit dem Tablet schwenken. Dadurch bewegt ihr das Bild und den Ausschnitt, den ihr gerne sehen möchtet. So, nun aber halte ich mal für einen Moment die Klappe und genießt einfach mal ein Stück weit die Fahrt. Zwischendurch, wie ihr gerade gesehen, kommen uns auch schon mal ein paar Draisinen entgegen. Ja, schaut es euch einfach mal an und gleich in ein paar Minuten geht es weiter.
erreichen bald die niederländische Gemeinde Groesbeek. Groesbeek ist seit 2015 ein Ortsteil von Bergendal. In Groesbeek gibt es sehr viele Berufspendler, die in Nimwegen oder Kleve arbeiten. Groesbeek hat ca. 12.000 Einwohner und die ist jüngst mehr auf den Tourismus ausgerichtet. Die Bahntrasse trägt sicherlich hier auch einen guten Teil dazu bei. Das Angebot an Unterkünften ist mit Hotels und Campingplätzen entsprechend gut. Ja, wir haben noch nicht sehr gut gefrühstückt heute und haben schon ein bisschen Hunger und holen uns hier erstmal in diesem schönen Eiscafé auch ein sehr leckeres Eis. Ja, und mit dem Eis suchen wir uns nun ein schattiges Plätzchen, weil es hier recht warm ist. Hier nochmal ein Handyfoto mit Blick auf dieses Eiscafé und wie ihr seht, schlecke und genieße ich schon mal mein kleines Eis. Hier geht es über eine kleine Brücke, wo hier normalerweise die Groesbeek, das Bächlein, entlang fließt, was wahrscheinlich der Namensgeber für das Örtchen hier ist. Ja, und wir sind schon wieder weiter auf dem Weg in Richtung Nimwegen. Auf dieser sehr schönen Bahntrasse, wie ihr seht. Ja, rechts und links sind jetzt auch schon fast die Brombeeren reif. Und ja, genießt weiter mal die Bilder und die Fahrt. Ich melde mich gleich nochmal wieder. Beim Entlangradeln dieses Teilstücks darüber gewundert, warum hier rechts und links Leitplanken sind. Aber bei meinen Recherchen habe ich festgestellt im Internet, dass dies wohl zum Schutz der Sandeidechsen ist. Weil hier natürlich auch die Brummfitzen, wie man sie in den Niederlanden nennt, bei uns wohl eher unter Mofas und Scooter bekannt, langfahren, haben die diese Echsen natürlich, wärmen die sich auf den Wegen auf und kommen dann natürlich nicht schnell genug weg, wenn doch etwas schnellere Gefährten hier lang fahren als eben Mofas oder Scooter. Ja, wir haben hier schon den Endpunkt der Bahntrasse erreicht. Hier geht es nun weiter entlang der Straße. Ja, hier links ging es weiter, beziehungsweise konnte man ein Stück sehen, wo sich wahrscheinlich Querfeldeinradler selbst einen Wanderweg gebastelt haben oder in die Landschaft eingetreten haben, wo die Bahntrasse oder die Schienen früher lagen oder noch liegen, keine Ahnung. Ja, gut, aber dafür ist dieser Weg entlang oder neben der Straße recht gut ausgebaut. Hier war sie auch schon zu Ende und ist eigentlich für den öffentlichen Verkehr gesperrt, nur bis hierhin. Da kann man rechts abbiegen zu einem Veranstaltungsort. Ja, und ab hier ist es sowieso mit PKWs oder beziehungsweise für PKWs dann gesperrt und man hat hier wirklich Ruhe pur. Und ja, wie ihr seht, die Betonpiste geht hier durch dieses sandige Gelände weiter und ist also sehr gut ausgebaut. Ja, ist schon fast
fast eine Art Radschnellweg. Ich denke, das geht auch so in die Richtung, weil es ja eigentlich gedacht ist für die Berufspendler, die auf dieser Strecke irgendwo zwischen Kleve und Nimwegen beruflich hin und her pendeln. Und ich finde das eine ganz tolle Idee, dass man das hier für die Radfahrer erschließen tut. Wollte ich eigentlich nicht sagen, aber ja. Und das finde ich sehr ökologisch bzw. auch sehr umweltfreundlich. Im Gegensatz kann man dann hier natürlich, ja, wenn es nicht gerade Winter ist, ich bin halt nur ein Schönwetterradler, aber die Holländer fahren natürlich Rad bei Wind und Wetter. Ich denke auch hier die Niederrhein-Bewohner überhaupt sind da, denke ich, schon ganz gut wetterlichen Einvernehmen. Ja, ich finde es toll und wie man sieht, hier geht's durch den Wald. Und ja, es ist echt toll ruhig und Ruhe pur. Also man hört hier nichts und ist also für die Erholung und für die Ohren eine richtige Wohltat. Ja, ich melde mich gleich wieder. Ja, wir haben hier nun den Sionsweg erreicht. Ja, das ist jetzt ein Stückchen neben der Straße. Wie ihr seht, ist die schon ein bisschen mehr befahren, selbst heute an einem Sonntag. Aber um hier eben über die beziehungsweise die Bahnlinie queren zu können, ist es leider bei meiner Routenplanung nicht anders möglich gewesen. Jetzt wieder zu dem nächsten schönen Radweg durch diesen Wald in südliche Richtung, den Umkehrpunkt hier anders zu fahren. Es geht hier rechts neben der Straße ein sehr guter Radweg entlang. Ich denke auch auf der gegenüberliegenden Seite in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ja, gerade vorhin kam rechts ein PKW aus einer Seitenstraße. Dem habe ich nicht so ganz getraut, obwohl ich glaube, die Priorität vom Verkehrsrecht her haben die Fahrräder eine sehr hohe Priorität und auch Rechte. Ja, wir erreichen jetzt hier unseren Umkehrpunkt. Wir fahren jetzt wieder Richtung Süden, also quasi wieder zurück in der Richtung durch den Wald. Ja, es geht jetzt hier ein ganzes Stück wieder runter Richtung Süden, eigentlich Richtung Mars, entlang des Waldes. Wir fahren natürlich bei solchen warmen Witterungsbedingungen bei fast 30 Grad lieber durch waldigere Abschnitte. Und wie ihr seht, ist das hier eine sehr schöne Sache. Ja, auch dieser Radweg ist super ausgebaut und ja, ist also kein Problem von der Wegoberfläche her. Gut, ich melde mich gleich wieder. Wir sind jetzt hier nordöstlich von dem Örtchen Malden und ja, wie ihr gerade gesehen habt, die gestrichelte Linie bog nach rechts ab. Ich denke mal, das geht da auch rein in Richtung dem Örtchen Malden. Wir sind hier einfach geradeaus gefahren. Der Untergrund ist jetzt nicht mehr asphaltiert, aber es ist eine festgefahrene Sanddecke, also
Gut, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn es hier regnerisch ist, aber zumindest ist die Oberfläche gut fest und überhaupt kein Problem, hier mit dem Rad lang zu fahren. Ja, ich habe diese gerade Linie gewählt, um weiter durch den Wald fahren zu können und nicht am Rande des Waldes. Bei hohen Außentemperaturen und Sonne habe ich da nicht besonders viel Lust zu. Noch hinzu kommt, dass in Komoot dieses Stück eigentlich auch als Radweg ausgewiesen ist. Aber wie ihr seht, war es nur ein kurzes Stück. Und jetzt kommt auch schon wieder eine asphaltierte Oberfläche des Radweges. Ja, von daher, hier sieht man, wo wir uns befinden, an welcher Stelle auf der Karte, damit ihr zwischendurch auch immer mal sehen könnt, wo wir denn gerade sind. Ja, ich finde es ganz spannend, in Holland Rad zu fahren, weil, wie ihr seht, hier gibt es ja auch tatsächlich gestrichelte Mittellinien. Also auf gut ausgebauten Radwegen mit Gegenverkehr. Ich finde das immer total spannend und total toll. Also die Niederländer sind da, was Radwege anbelangt und auch das gesamte Radnetz überhaupt, natürlich, denke ich mal, weltweit ziemlich meilenweit voraus vielen anderen Ländern. Deswegen ist es eigentlich immer ganz toll, in den Niederlanden mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, natürlich gibt es nicht überall so viele große Waldgebiete, durch die man eben dann halt auch radeln kann. Deshalb habe ich also auch mal dieses Waldgebiet ausgesucht. Weiter südlich bzw. südöstlich liegt ja der große Reichswald, der sich von Kleve bis Kranenburg und weiter runter bis nach, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, bis Kessel erstreckt oder was den meisten eher bekannt ist, die Stadt Goch. Aber ich habe in Komoot nicht sehr viele Radwege gefunden, wo man eben halt durch diesen großen Reichswald radeln kann. Also bei sehr heißen Temperaturen finde ich das eigentlich immer sehr angenehm. Ja, hier war es auch ein kleines, schmales Stück, was nicht unbedingt vielleicht als Radweg ausgewiesen ist, aber man kann es trotzdem fahren. Ja, und jetzt befinden wir uns hier auch schon parallel der Bahnstrecke. Die Bahnlinie, die von Nimwegen weiter in Richtung Süden entlang der Maas später führt. Die Bahnstrecke ist dann eben auf der Links Seite des Flusses der Maas und ich glaube, sie geht auch, glaube ich, runter weiter bis nach Venlo. Hier ist übrigens der Bahnhof. Jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Das ist der Bahnhof von Moog Mullenhoek. Ich fand den auch sehr spannend, weil da gab es sehr viele Parkmöglichkeiten bzw. Einstellmöglichkeiten. Ich denke, das ist für die Berufspendler, die hier sehr viel auch mit dem Fahrrad entlang kommen und dann weiter mit dem Zug zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Ist schon sehr beeindruckend, was die Holländer bzw. die Niederländer, Entschuldigung, Holländer soll man ja nicht sagen, ist ja eigentlich nur eine Provinz von den Niederlanden. Ist, wie gesagt, eine ganz tolle Sache. Für mich immer wieder sehr beeindruckend, wie viel die Niederländer da doch für ihre Pendler mit dem Fahrrad tun. Ja, hier sind wir auch schon unten an der Maas angekommen. Jetzt muss ich mal gucken, gerade das Örtchen. Das ist hier Mullenhoek und Moog.
genau dazwischen. Die Bahnlinie quert hier die Maas an der Stelle. Ja, wir sind hier schon am Maasufer. Hier rechts hinter den hohen Häusern ist eigentlich die Maas. Wir haben sie ja nur kurz gesehen gerade, aber leider war zu unserer Radtour hier der Weg entlang der Maas gesperrt, wohl wegen Bauarbeiten. Und deswegen müssen wir jetzt leider der Landstraße hier folgen. Das ist die N271, die hier die Nord-Süd-Achse bildet. Verbindung als Straßenverbindung. Aber ich denke, das ist ja nur ein kurzes Stück. Und ja, es ist ja in den Niederlanden wirklich mit den Radwegen auch an solchen großen Straßen fantastisch ausgebaut, auch für die Radfahrer. Von daher ist das kein Problem. Wir werden also hier, beziehungsweise wir biegen hier jetzt rechts ab. Gut, das ist jetzt mal eine Straße, die keinen Radweg hat, keinen separaten zumindest, aber gut, heute an einem Sonntag ist ja nicht sehr viel los. Jo, wir haben jetzt hier die Mokka-Place erreicht, sind gerade über diesen Kanal oder wie auch immer man das nennen mag, gefahren. Jetzt seht ihr hier zur Linken den Mokka-Place. Wasserverbindung, die hier weiter entlang führt in unsere Fahrtrichtung zu immer größer werdenden See. Ich nehme mal an, dass es wohl früher ein Abbaugebiet war für Sand oder Kies oder was auch immer. Na, das gibt es ja am Rhein sehr oft und hier an der Maas gibt es das eben entsprechend auch. Und die Niederländer bauen das dann auch sehr oft aus zu Freizeit- und Sportaktivitäten und für die Hobbyschifffahrt, ne, die eben mit ihren Bötchen und Segelbooten, wobei Segelboote habe ich jetzt da eigentlich gar nicht so gesehen, entsprechend aus. Ne, manchmal gibt es sogar Feriensiedlungen, die da entsprechend gebaut werden. Aber unser Ziel ist ja eben heute unser Pfannkuchenbäcker, wo wir eben dann unsere es ist eigentlich früher Nachmittag und so ein Pfannkuchen ist immer ein guter Kompromiss. Man kann ja auch einen herzhaften oder einen süßen dann essen und ja, das werden wir uns dann entsprechend aussuchen und genießen. Hier mal links ein freier Blick. Wie gesagt, ihr könnt ja mit dem Mauszeiger den Bildausschnitt in dem 360-Grad-Video schwenken und euch das mal auch seitlich hier links anschauen. Ja, bald haben wir es auch erreicht. Übrigens, dieses Jahr rechts hier gerade war ein Maisfeld. Die Maiskolben, da waren noch nicht mal, glaube ich, welche dran. Auf deutscher Seite hat man doch noch vielleicht immer mal wieder hin und wieder Glück, dass mal ein paar Regentropfen gefallen sind dieses Jahr. Also dieses Jahr 2018 war sehr trocken. Ja, hier überqueren wir diese Plasmolengebiet, wo dann eben rechts dann in einen größeren See mündet, wo dann die ganzen Boote liegen. Wir radeln hier jetzt noch ein Stückchen lang, um dann auch zu diesem Pfannkuchenbäcker zu gelangen. Ja, diese Plasmolen, wie gesagt, haben wir schon mal vor einigen Jahren besucht und haben hier unsere Radtour um diese ganzen Seen. Ja, hier seht ihr gerade eingeblendet die Karte, wo unser Zielpunkt heute ist, und wie ihr seht, haben wir jetzt den Pfannkuchenbäcker erreicht. Ja, da das ja jetzt auch ein bisschen länger dauert und wir die Pfannkuchen genießen wollen, nehmen wir natürlich unsere
Fahrradtaschen mit und schließen auch die Räder ab. Ja, und hier noch ein schönes Plätzchen. Ja, hier sind wir auch schon wieder auf dem Rückweg. Von unserem Essen habe ich jetzt natürlich keine Fotos gemacht. Ja, hier noch ein Blick zu den Cafés, die es da noch gibt um die nächste Ecke. Jetzt fahren wir wieder weiter in Richtung Großbeek, was von hier aus eigentlich von der Entfernung her nicht sehr weit ist. Ja, Großbeek liegt halt nur gute 5,5 Kilometer von hier, von den Plasmolen entfernt. Allerdings geht es nun wirklich in Holland, man denkt immer, Holland ist flach, aber wie ihr seht, es geht hier wirklich steil bergauf. Ja, der Höhenunterschied ist jetzt circa, also wir fahren 72 Meter hoch und 27 Meter runter auf diesem Stück zwischen Plasmolen, wo wir gerade unseren leckeren Pfannkuchen genossen haben, Richtung Großbeek. Aber es ist ein adäquater Anstieg und mit dem E-Bike schafft man das ganz gut, obwohl, wie ihr ja wisst, unsere großen Räder, mit denen wir meistens zusammen unterwegs sind, die von KTM, haben ein Gewicht von 28 Kilo mit Akku und von daher sind die halt nicht sehr leicht, vor allen Dingen dann, wenn wir auch noch einige Kilos mit unseren Fahrradtaschen dabei haben, Getränke, was man sonst so alles so braucht, bisschen Werkzeug für Fahrradpannen etc. pp, ein Jäckchen und so weiter und so fort. Und bei mir natürlich ist auch noch einiges an Equipment für die Kamera mit dabei. Ein entsprechender Ersatzakku und Powerbank, ja, und Laptop. Es läppert sich alles, ne? Was man so dann alles dabei hat, kommt schon einiges zusammen. So, ja, hier wieder rechts und links ein paar Maisfelder. Und ja, gleich kommt auch wieder, obwohl, wie ihr seht, das ist eine recht gute, schattige Strecke, die man bei sehr warmem Wetter und sonnigem Wetter eigentlich sehr gut machen kann. Gut, wir sind immer auf der Suche natürlich, außer im Frühjahr und im Herbst, da brennt die Sonne nicht ganz so stark. Aber in den Sommermonaten, vor allen Dingen, wenn wir so einen Bombensommer wie in 2018 dieses Jahr haben, dann suche ich besonders immer Strecken, wo wir auch wirklich viel Bäume und viele schattige Streckenabschnitte haben. Zumal meine Partnerin bzw. meine Frau eine Hautpigmentstörung hat und da ist das nicht gerade lustig, wenn man da in praller Sonne fährt, selbst wenn man eingecremt ist. Ihr wisst ja selbst, ne, es gibt halt nur begrenzte Sonnenschutzfaktoren und Sonnenschutzfaktor 100 habe ich, glaube ich. Ich habe mir mal eine bestellt im Internet. Naja, ob sie gut ist. Also ich habe jedenfalls keinen Sonnenbrand gehabt, weil ich vertrage die Sonne auch nicht so gut gesundheitlich. Von daher, ja, passen wir zwei ganz gut zusammen. Und es ist aber so, dass wir nun mal dann entsprechende Fahrradrouten aussuchen, die uns dann auch bei heißen Tagen eine angenehm schattige Route bescheren. Ja, wie ihr seht, hier geht es ja auch wieder durch den Wald. Die Sonne scheint auch mittlerweile jetzt ein bisschen öfters, denn ich hatte auch an diesem Sonntag, wo wir diese Tour gemacht haben, damit gerechnet, es war vormittags ein bisschen mit wolkigem Himmel angekündigt und die Sonne blinzelte vereinzelt durch, aber jetzt zum Nachmittag hin sollte sie sich auch ein bisschen öfters durchsetzen. Ja, das tut sie nun auch, aber es ist ja alles kein Problem. Wir fahren ja hier durch den schönen, kühlen, schattigen Wald. Ja, wir werden bald wieder Großbeek erreichen. Ich melde mich dann gleich wieder.
Ja, wir haben hier den südwestlichen Rand von Großbeck erreicht und wollen nun wieder Richtung Bahntrasse gelangen. Da sind von hier aus nur knapp 750 Meter, die wir hier durch die kleinen Ortsnebenstraßen von Großbeck entlang radeln. Aber wie ihr seht, gibt es auch in den Niederlanden Autofahrer, die auf dem Radweg parken, wollte ich schon genauer gesagt sagen. Ja, ist aber kein großes Problem. Wir haben auch hier schon jetzt wieder die Bahntrasse erreicht. Aber wie ihr seht, na, ihr erinnert euch, hier war das Eiscafé. Wir kamen nicht umhin, hier noch mal kurz uns ein leckeres Eis zu kaufen. Jetzt machen wir uns hier wieder über die Bahntrasse auf dem Weg Richtung Kranenburg Bahnhof. Hier links seht ihr gerade die Draisinen-Endstation, wo die Draisinen entweder starten oder enden, je nachdem. Es gibt unterschiedliche Uhrzeiten, wo dann festgelegt ist, in welche Richtung man fährt, ne? Denn ihr werdet sicher überlegt haben schon, wie machen die das mit den Draisinen hier, wenn da Gegenverkehr ist, ne? Man muss ja auch wieder zurückfahren können, und das ist eben entsprechend dieser eingleisigen Strecke durch Uhrzeiten festgelegt. Man hat dann eben halt an seinem Zielort, entweder in Großbeck oder in Kranenburg, oder man fährt von Kranenburg weiter bis nach Kleve, dann natürlich entsprechend ein bisschen Aufenthalt und kann da sich dann den Ort anschauen oder geht ins Café oder was auch immer man gerne machen möchte. So kann man verhindern, dass man hier dann entsprechenden Gegenverkehr hat und es zu Unfällen kommen könnte. So, ja, wir sind hier schon ganz ordentlich wieder unterwegs in Richtung Kranenburg auf der Betonpiste. Ja, der Rollwiderstand ist, finde ich, auf so einer Betonpiste immer noch ein bisschen, noch ein Tick besser als auf Asphalt. Aber vielleicht ist das nur meine ganz subjektive Meinung. Hier an dieser Stelle, man sieht mal so ein bisschen die offene Landschaft rechts und links. Ja gut, an heißen Tagen, aber das sind ja nicht die längsten Abschnitte. Ihr seht, hier sind ja auch wieder ein paar Bäume, und ich denke, in einigen Jahren werden die größer und es kommen noch ein paar Büsche und Sträucher von alleine dazu, die dann auch bei heißen, sonnigen Tagen angenehmen Schatten spenden. Gut. Tja, was wollte ich noch einmal sagen? Jetzt hätte ich Gelegenheit, aber mir fällt nichts ein weiter. Ja, schaut euch noch ein bisschen die Landschaft an. Ja, hier sind die Draisinen gerade rechts. Es gibt richtig große. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da drauf gehen. Fünf Leute, glaube ich, mindestens. Wobei, ich glaube, drei oder vier nebeneinander treten, und ist, glaube ich, mehr als fünf, bestimmt sechs oder sieben, mit einem Tisch vorne, und die können sich's dann gut gehen lassen und Päuschen machen und was trinken oder wie auch immer. Also ganz tolle Sache, auch mit den Draisinen, wo wir dann, wie gesagt, wieder bei dem Thema Radeln sind. Draisinen sind ja tretlagerbediente Kettenfahrzeuge, im entsprechend wie Fahrräder. Ja, hier sind auch wieder welche. Zwischendurch habe ich denen auch immer mal gewunken. Da gibt es immer Stimmung. Ist ganz lustig. Okay, ich sehe gerade hier auf meinem Display, wir erreichen jetzt auch schon wieder den Bahnhof in Kranenhof. Ja, und wir erreichen jetzt gleich unseren Parkplatz, und ich möchte mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln. Tschüss und Ende, sage ich.